Am ersten Montag des Monats April im Jahr 1625 schien ihm im Marktfleck Moin, wo einst der Verfasser des mittelalterlichen Rosenromans Jean de Moin das Licht der Welt erblickte, ein so vollständiger Aufruhr zu herrschen, als wollten die Hugenotten ein zweites La Rochelle daraus machen. Man sah Frauen die Hauptstraße hinunterfliehen, man sah Kinder in den Hauseingängen schreien, viele Bürger schnallten in großer Hast ihre Brustpanzer um, versuchten mit Hilfe einer Muskete oder einer Partisane ihre Unsicherheit zu überspielen und strömten zu dem Gasthof Fontmagneux, von dem sich bereits eine lärmende, neugierige tatendurstiger Menge drängte, die sich von Minute zu Minute vergrößerte. In jenen Zeiten waren Unruhen und Überfälle an der Tagesordnung. Es verging kaum ein Tag, an dem nicht die ein oder andere Stadt ein derartiges Ereignis in ihren Annalen zu verzeichnen hatte. Die Landesfürsten bekriegten sich untereinander, der König kämpfte gegen den Kardinal, die Spanier zogen gegen den König zu Felde. Außer diesen laut oder leise, geheim oder offen ausgetragenen Kriegen lauerten überall Räuberbanden, Bettler und Hugenotten, Wölfe und allerlei Gesindel, die gegen jedermann Krieg führten. Die braven Bürger griffen daher schnell zur Waffe, immer gegen die Räuber, gegen die Wölfe und gegen das Gesindel, oft gegen die Landesfürsten und die Hugenotten, manchmal sogar gegen den König, niemals aber gegen den Kardinal oder gegen die Spanier. Dieser leidvollen Erfahrung also war es zu verdanken, dass sich die Bürger an jedem besagten ersten Montag im April 1625 vor dem Gasthof Fontmagneux zusammenrotteten, nachdem sie zwar Lärm gehört, jedoch weder die gelb-rote Standarte Spaniens noch die Uniform des Kardinals Herzog de Richelieu gesehen hatten. Dort vor dem Gasthof konnte nun ein jeder selbst sofort die Ursache für dieses Spektakel erkennen. Ein junger Mann. Sein Porträt ist mit einem Federstrich gezeichnet. Man stelle sich Don Quixote mit 18 Jahren vor. Don Quixote ohne Brustschild, ohne Panzerhemd, ohne Beinschienen. Don Quixote in einem Wams aus Wolle, dessen ursprünglich blaue Farbe in eine unbestimmbare Schattierung irgendwo zwischen Himmelblau und Weinrot übergegangen war. Er hatte ein braungebranntes, schmales Gesicht mit markanten Wangenknochen, am Zeichen von List und Schleue. Allein schon an seinem ungeheuer stark ausgeprägten Kiefern war er unschwer als Gascogner zu erkennen. Selbst ohne Barett und dabei trug unser junger Mann sogar noch ein Barett, das mit einer seltsamen Feder verziert war. Sein Blick war hellwach und klug. Er hatte eine Hakennase, die doch fein gezeichnet und für einen Jüngling zu groß, für einen erwachsenen Mann hingegen zu klein war. Das ungeübte Auge hätte ihn für einen Bauernsohn auf Reisen halten können, wäre dann nicht sein ledernes Wehrgehänge gewesen, aus dem ein langer Degen herausragte, welcher seinem Besitzer gegen die Waden schlug, wenn er zu Fuß unterwegs war, und seinem Pferd gegen das struppige Fell, wenn er darauf ritt. Denn unser junger Mann besaß ein Pferd, und zwar ein so merkwürdiges Pferd, dass es überall auffiel und alle Blicke auf sich zog. Es war ein Klepper aus dem Bern, 12 bis 14 Jahre alt, mit falbenfarbenem Fell, das sogar beinahe orangefarbene Flecke aufwies, äußerst schütterem Schweif, dafür mit Geschwüren an den Fesseln. Der Gaul schaffte aber trotzdem noch gut und gerne 8 Meilen am Tag, obwohl er beim Gehen seinen Kopf bis unter die Knie senkte, wodurch sich die Verwendung eines Zügels ohne weiteres erübrigte.
Leider offenbart sich die geheimen Vorzüge dieses Pferdes angesichts seines merkwürdigen Fells und seiner sonderbaren Haltung nicht einmal ausgesprochenen Pferdekennern, an denen in jeder Zeit wahrlich kein Mangel bestand. So kam es, dass der Einzug dieser Meere in Mans ungefähr eine Viertelstunde zuvor durch das Tor der Landstraße nach Beauchancy ein allgemeines Aufsehen erregte, vermischt mit einer abfälligen Heiterkeit, die sich alsbald auf den Reiter zu übertragen begann. Dieses Aufsehen war umso peinlicher für den jungen D'Artagnan, denn so hieß dieser Don Quichotte auf seiner zweiten Rosinante, als er ein guter Reiter war und dass es ihm nicht verborgen blieb, dass er sich mit einem solchen Pferd der Lächerlichkeit preisgab. Mit einem tiefsten Seufzer nur hatte er dieses Geschenk seines Vaters entgegengenommen. Zwar wusste er sehr wohl, dass so ein Tier bestenfalls 20 Livres wert war. Unbezahlbar aber waren die Worte, mit denen ihm der gaskonische Edelmann dieses Geschenk übergeben hatte. Mein Sohn, sagte er in jedem reinsten Mörner-Dialekt, den schon ein Heinrich IV. Niemals hatte ablegen können, dieses Pferd wurde vor bald 13 Jahren im Haus ihres Vaters geboren, mein Sohn, und bis auf den heutigen Tag ist es immer dort geblieben. Allein schon deshalb sollten Sie es lieben. Verkaufen Sie es niemals. Lassen Sie es ruhig und ehrenvoll an Altersschwäche sterben. Und sollten Sie einmal mit ihm zu Felde ziehen, dann behandeln Sie es wie einen treuen alten Diener. Sollte Ihnen jemals die Ehre zuteil werden, bei Hof aufgenommen zu werden, fuhr Vater D'Artagnan fort. Eine Ehre übrigens, die Ihnen aufgrund Ihrer Abstammung aus einem alten Adelsgeschlecht sehr wohl gebührt, dann halten Sie dort stets Ihren Namen als Edelmann in Ehren, so wie ihn auch Ihre Vorfahren seit mehr als 500 Jahren in Ehren gehalten haben. Lassen Sie sich niemals etwas gefallen, außer von Seiten des Herrn Kardinal oder des Königs. Das gilt nicht nur für Sie selbst, sondern auch für die Ihren, und mit den Ihren meine ich Ihre Verwandten und Ihre Freunde. Nur durch seinen Mut, sage ich, nur durch seinen Mut allein kann ein Edelmann das heute noch zu etwas bringen. Zögert man auch nur eine Sekunde lang, dann lässt einen vielleicht gerade in dieser Sekunde das Glück im Stich, nachdem es einem eben noch den kleinen Finger gereicht hatte. Sie sind noch jung, Sie müssen tapfer sein, und zwar aus zwei Gründen. Zum einen, weil Sie Gascogner sind, zum anderen, weil Sie mein Sohn sind. Fürchten Sie keine Auseinandersetzung. Fassen Sie das Glück beim Schopf und suchen Sie das Abenteuer. Ich habe Ihnen beibringen lassen, Ihren Degen zu gebrauchen. Ihre Kniegelenke sind wie Eisen, Ihre Handgelenke wie Stahl. Schlagen Sie sich, so oft sich die Gelegenheit dazu bietet. Schlagen Sie sich, zumal Duelle verboten sind und deshalb einer doppelten Portion Mutes bedarf, sich zu schlagen. Mein Sohn, ich habe leider nichts als 15 EQ, mein Pferd und die Ratschläge, die Sie gerade vernommen haben. Mehr kann ich Ihnen nicht mit auf den Weg geben. Ihre Mutter will das Rezept für einen besonderen Balsam beisteuern, das ihr eine Zigeunerin verraten hat und welches die wunderbare Fähigkeit besitzt, jede Wunde zu heilen, sofern es keine Herzenswunde ist. Machen Sie das Beste aus alledem, möge Ihnen ein langes Leben beschieden sein. Lassen Sie mich nur noch ein paar Worte sagen, und zwar möchte ich Ihnen ein Beispiel vor Augen führen, nicht das meinige, denn ich bin niemals bei Hof gewesen und habe nur einmal an den Religionskriegen als Freiwilliger teilgenommen. Nein, ich spreche von Monsieur de Treville, der früher mein Nachbar gewesen ist und die Ehre hatte, als Kind mit unserem König Ludwig XIII., Gott möge ihn beschützen, spielen zu dürfen. Manchmal artete ihr Spiel in einen Kampf aus und dabei war nicht immer der König der Stärkere. Doch gerade diese Schläge, welche der König einstecken musste, gereichten Monsieur de Treville in seinen Augen nur noch zu größerer Ehre und Freundschaft. Später musste sich Monsieur de Treville schon auf seiner ersten Reise nach Paris 5-mal mit seinen Gegnern schlagen.
vom Tod unseres seligen Königs bis zur Volljährigkeit des Jungen siebenmal die Kriege und Belagerungen gar nicht mitgezählt und seit dessen Volljährigkeit bis auf den heutigen Tag vielleicht 100 Mal. Und trotz aller Erlasse, Anweisungen und Urteile ist er heute Hauptmann der Musketiere, Anführer einer Legion von Cäsaren, die beim König in höchstem Ansehen steht und die der Herr Kardinal fürchtet, sogar der Kardinal, der ja, wie jeder weiß, wahrlich kein furchtsamer Mensch ist. Und dann verdient Monsieur de Treville 10.000 Écus im Jahr. Er ist wirklich ein großer Mann und ein Ehrenmann dazu. Angefangen hat er wie Sie. Gehen Sie nur zu ihm hin, zeigen Sie ihm diesen Brief und tun Sie alles, was er sagt. Dann wird es auch Ihnen einmal so ergehen wie mir. Mit diesen Worten schnallte Monsieur d'Artagnan seinem Sohn seinen eigenen Degen um, küsste ihn väterlich auf beide Wangen und gab ihm seine Segenswünsche mit auf den Weg. Als der junge Mann das Zimmer seines Vaters verließ, erwartete ihn bereits die Mutter mit dem besagten Rezept, welches in Anbetracht der Ratschläge, die wir vernommen haben, gewiss häufig zur Anwendung gelangen würde. Dieser Abschied war zärtlicher und dauerte länger als der vorausgegangene, nicht etwa weil Monsieur d'Artagnan seinen Sohn nicht liebte, zumal dieser schließlich sein einziges Kind war, nein, aber Monsieur d'Artagnan war ein Mann und er hätte es als unter seiner Würde betrachtet, sich als Mann zu Gefühlsäußerungen hinreißen zu lassen. Madame d'Artagnan aber war eine Frau und mehr noch, sie war eine Mutter. Sie weinte hemmungslos und so sehr sich der junge d'Artagnan auch zusammennahm, um standhaft zu bleiben, wie es sich für einen künftigen Musketier gehörte, die Natur, und das sagen wir durchaus zu seiner Ehre, war stärker und so vergoss er Träne um Träne, von denen er selbst unter größter Anstrengung nicht einmal die Hälfte zu verbergen vermochte. Noch am selben Tag machte sich der junge Mann auf den Weg, ausgestattet mit den 3 Geschenken seines Vaters, nämlich, wie gesagt, den 15 Écus, dem Pferd und dem Brief an Monsieur de Treville. Die Ratschläge hatte er, wie man sich denken kann, noch zusätzlich erhalten. Mit dieser Art Wegzehrung war d'Artagnan sowohl innerlich als auch äußerlich ein getreues Abbildung des charmanten Helden, mit dem wir ihn schon so treffend verglichen haben, als uns die Chronistenpflicht zwang, mit wenigen Strichen sein Porträt zu zeichnen. Don Quixote hatte Windmühlen für Riesen und Schafherden für Armeen gehalten, D'Artagnan hielt jedes Lächeln für eine Beleidigung und jeden Blick für eine Herausforderung. Deshalb hielt er seine Faust während des ganzen Wegs von Tarbes bis nach Mons geballt und hatte wohl schon an die 10 Mal pro Tag einen Knauf seines Degens gefasst. Indessen hatte sich kein Kinn gefunden, welches die Faust hätte treffen können, und auch der Degen blieb die ganze Zeit über in seiner Scheide. Nicht etwa, dass der Anblick des unglückseligen Intensivfalbenkleppers auf den Gesichtern der Vorbeiziehenden keine Heiterkeit hervorgerufen hätte. Nein, aber über diesem Gaul blitzte ein Degen von beachtlicher Länge und über diesen Degen funkelten 2 Augen, deren keineswegs treuherziger, sondern wilder und entschlossener Blick jegliche Heiterkeit im Keim erstickte. Und wenn doch einmal bei dem einen oder anderen das Lächeln über die Vorsicht triumphierte, so versuchte dieser zumindest wie eine antike Maske nur nach der einen Seite hin zu lachen. D'Artagnan bewahrte also seine ehrwürdige Haltung und niemand wagte es, ihn an seiner empfindlichsten Stelle zu reizen, bis hin zu jedem unglückseligen Städtchen Nord. Von der, vor dem Frau Manuel vom Pferd stieg, ohne dass ihm irgendjemand, weder der Wirt noch ein Knecht noch ein Stallbursche dabei geholfen und den Steigbügel gehalten hätte, erblickte D'Artagnan hinter einem halb geöffneten Fenster im Erdgeschoss einen Edelmann von stattlicher Größe und vornehmem Äußeren, allerdings mit etwas runzligem Gesicht, der mit 2 weiteren Gästen sprach, die ehrfurchtsvoll seinen Worten lauschten. Natürlich meinte D'Artagnan ganz seiner Gewohnheit entsprechend, dass nur von ihm die Rede sein konnte.
und so spitzte er die Ohren. Diesmal hatte sich D'Artagnan nur zur Hälfte getäuscht, denn es war zwar nicht von ihm die Rede, wohl aber von seinem Pferd. Der Edelmann schien seinen Zuhörern gerade dessen Vorzüge aufzuzählen, und da diese Zuhörer, wie gesagt, dem Erzähler mit größter Hochachtung ergeben waren, brachen sie ein ums andere Mal in lautes Gelächter aus. Nun, da aber schon der bloße Anflug eines Lächelns unseren jungen Mann in Zorn versetzen konnte, wird man sich denken können, welche Wirkung so viel lärmende Heiterkeit auf ihn hatte. Zunächst aber wollte sie D'Artagnan diesen unverschämten Menschen etwas näher betrachten, der es gewagt hatte, sich über ihn lustig zu machen. Er richtete seinen stolzen Blick fest auf den Fremden und erkannte einen Mann von 40 bis 45 Jahren, mit dunklen, durchdringenden Augen, blasser Gesichtsfarbe, einer stark hervortretenden Nase sowie einem schwarzen, sauber gestutzten Schnurrbart. Er trug ein violettes Wams und Kniehosen mit Schnürbändern in der gleichen Farbe. Die einzige Verzierung an seiner ansonsten schmucklosen Kleidung waren die zu jener Zeit üblichen Ärmelschlitze, durch welche hindurch das Hemd zu sehen war. Obwohl diese Kniehosen und dieses Wams neu waren, sahen sie so zerknittert aus wie Reisekleider, die zu lange in einem Mantelsack gelegen hatten. All diese Einzelheiten registrierte D'Artagnan mit der Schnelligkeit eines gewissenhaften Beobachters, der wahrscheinlich instinktiv spürte, dass dieser Unbekannte in seinem zukünftigen Leben noch eine große Rolle spielen würde. Gerade in diesem Augenblick also, als D'Artagnan seinen Blick auf den Edelmann im violetten Wams gerichtet hielt, machte dieser eines seiner eindeutigen und treffendsten Witzchen auf Kosten des Gauls aus dem Mirn, äffte ihn wohl sogar nach, sodass seine beiden Zuhörer sich vor Lachen kaum mehr halten konnten. Und auch dem Erzähler selbst zog, ganz offensichtlich entgegen seiner sonstigen Gewohnheit, ein schwaches Lächeln über das Gesicht. Nun gab es keinen Zweifel mehr. D'Artagnan fühlte sich beleidigt. Von dieser Überzeugung erfüllt, zog er sein Barett tief ins Gesicht, versuchte eine gewichtige Miene aufzusetzen, die er sich in der Gascogne von durchreisenden Höflingen abgeschaut hatte. Mutig schritt er voran, eine Hand am Stichplatz seines Degens, die andere in die Hüfte gestimmt. Doch leider verblendete ihn sein Zorn mit jedem Schritt ein wenig mehr, sodass am Ende seines Weges keine einzige von jenen würdevollen und hochmütigen Formulierungen übrig geblieben war, die er sich zurechtgelegt hatte, um von seinem Widersacher Genugtuung zu fordern. Vielmehr brachte sein Mundwerk nichts weiter als einen plumpen persönlichen Angriff hervor, den er mit einer wilden Drohgebärde unterstrich. »He, Monsieur«, begann er. »Ja, Sie da, hinter dem Fenster lohnen. Na los, kommen Sie schon hervor.« »Ja, Sie, meine ich. Sagen Sie mir doch, worüber Sie so laut lachen. Vielleicht können wir dann gemeinsam lachen.« Der Edelmann begann seinen Blick von dem Pferd weg und zu dem Reiter hinzuwenden, so als habe er erst jetzt verstanden, dass diese sonderbaren, vorwurfsvollen Wörter an ihn gerichtet waren. Als schließlich auch noch die letzten Zweifel verflogen waren, legte er seine Stirn ein wenig in Falten, um nach einer ziemlich langen Pause dem jungen D'Artagnan mit einem Anflug von Hohne, mit einer Arroganz, die sich nur schwer beschreiben lässt, zu antworten: »Mit Ihnen rede ich überhaupt nicht, Monsieur.« »Aber ich mit Ihnen«, rief der junge Mann, außer sich vor Wut über diese Mischung von Frechheit und gutem Ton, Höflichkeit und Verachtung. Der Unbekannte betrachtete ihn noch einen Augenblick lang mit seinem spöttischen Lächeln, dann verließ er seinen Platz am Fenster, trat hinaus vor die Tür und stellte sich direkt neben den Kopf des Pferdes in Positur, der etwa 2 Schritte von D'Artagnan entfernt. Sein beherrschter Auftritt und die geringschätzige Miene auf seinem Gesicht steigerten noch die Heiterkeit derjenigen, mit denen er zuvor geplaudert hatte und die am Fenster stehen geblieben waren. Als D'Artagnan sah, dass der Unbekannte auf ihn zukam, zog er seinen Degen eine Handbreit aus der Scheide hervor. »Dieses Pferd ist wohl ein Butterblümchen oder zumindest in seiner Jugend einmal eins gewesen«, sprach der Unbekannte zu seinen Zuhörern hinter dem Fenster, während er das Tier noch näher zu untersuchen begann und dabei so tat, als bemerke er überhaupt nicht, dass D'Artagnan vor Wut allmählich zu kochen begann. Dieser aber stellte sich nun herausfordernd zwischen den Unbekannten und seine Zuhörer. »Diese Farbe mag wohl in der Botanik weit verbreitet sein, aber bei Pferden hingegen ist sie bislang eher selten anzutreffen.« »Wer über das Pferd lacht, hat wohl nicht den Mut, über dessen Herrn zu lachen«, rief unser mächtiger Trivial wutentbrannt. »Ich lache nicht oft, Monsieur«, versetzte der Unbekannte, »wie Sie wohl schon unschwer selbst erkennen werden. Dennoch aber liegt mir sehr viel an meinem Recht zu lachen, wann es mir passt.« »Und mir«, entgegnete D'Artagnan, »passt es gar nicht, wenn man gegen meinen Willen oder gar auf meine Kosten lacht.« »Was Sie nicht sagen, Monsieur«, versetzte der Unbekannte ungerührter denn je, »nun, dann sind wir ja quitt.« Er machte auf dem Absatz kehrt, um zum großen Haupttor des Gasthofs zu schreiten, wo D'Artagnan schon bei seiner Ankunft ein fertig gesatteltes Pferd bemerkt hatte.
Aber D'Artagnan war nicht der Mann, jemanden ungestraft davonkommen zu lassen, der die Frechheit besessen hatte, sich über ihn lustig zu machen. Er zog seinen Degen ganz aus der Scheide hervor, setzte dem Unbekannten nach und rief ihm hinterher: »Drehen Sie sich um, Sie Spaßvogel! Umgedreht, damit ich Sie nicht von hinten erstechen muss!« »Mich erstechen? Ich höre wohl nicht recht!« Der Unbekannte drehte sich auf dem Absatz um und betrachtete den jungen Mann erstaunt und verächtlich zugleich. »Also wirklich, mein Lieber, Sie sind ein Narr!« Beinahe flüsternd, als spreche er zu sich selbst, fügte er hinzu: »Eigentlich jammerschade. Das wäre genau der Richtige gewesen für seine Majestät, der überall nach tapferen Männern für seine Leibgarde sucht.« Kaum hatte er ausgeredet, da machte D'Artagnan einen so wütenden Ausfall mit dem Degen, dass der Unbekannte wohl zum letzten Mal in seinem Leben gescherzt hätte, wäre er nicht flugs einen Schritt beiseite gesprungen. Nun sah der Unbekannte ein, dass aus Spaß ernst geworden war, zog seinen Degen, salutierte dem Gegner und ging bedächtig in Stellung. Doch im gleichen Augenblick fielen seine beiden Zuhörer und der Wirt mit Stöcken, Schaufeln und Heugabeln über D'Artagnan her. Dieser Angriff kam so überraschend und lenkte den jungen Mann, der sich umdrehen und gegen diesen Hagel von Schlägen, der auf ihn niederprasselte, verteidigen musste, so gründlich von dem bevorstehenden Gefecht ab, dass sein Gegner den Degen in aller Ruhe in die Scheide zurücksteckte und vom Kämpfer, der er fast geworden wäre, in die Rolle des unbeteiligten Beobachters zurückschlüpfen konnte. Eine Rolle, die er mit dem gewohnten Gleichmut übernahm, während er lediglich vor sich hin brummte: »Diese verfluchten Gascogner, ja, die Pest soll sie holen. Setz sie ihn wieder auf seinen orangen Gaul, damit er hier verschwindet.« »Nicht ohne dich vorher zu töten, du Feigling«, schrie D'Artagnan, während er sich so gut es ging seiner Feinde erwehrte und keinen Schritt zurückwich, obwohl diese unaufhörlich auf ihn einschlugen. »Schon wieder so ein gasconischer Aufschneider«, murmelte der Edelmann. »Bei meiner Ehre, den Gascognern ist wirklich nicht zu helfen. Dann lasst ihn eben noch ein wenig tanzen, wenn er unbedingt will. Wenn er genug hat und müde ist, wird er schon Bescheid geben.« Doch der Unbekannte wusste nicht, mit welchem Dickschädel er es hier zu tun hat. Es war nicht D'Artagnans Art, um Gnade zu flehen. Also ging der Kampf noch einige Augenblicke weiter. Dann erst ließ der erschöpfte D'Artagnan seinen Degen fallen, der von einem Schlag mit einer Heugabel sogleich in zwei Stücke zerbrochen wurde. Ein weiterer Schlag hätte D'Artagnan beinahe die Stirn zerschmettert. Blut überströmt und fast ohnmächtig sackte er zu Boden. Von allen Seiten her strömten in diesem Augenblick die Menschen an den Ort des Geschehens. Der Wirt befürchtete ein größeres Aufsehen und trug den Verwundeten mit einigen Bediensteten in die Küche, wo man sich um ihn zu kümmern begann. Der Edelmann hingegen hatte wieder seinen Platz am Fenster eingenommen und betrachtete eine Zeit lang mit sichtbarem Unbehagen diese Menschenmenge, die nicht von der Stelle wich und ihm offensichtlich gar nicht gelegen kam. »Nun, wie geht es denn diesem Wüterich?«, fragte er den Wirt in den Lärm hinein, der sich mit dem Öffnen der Tür noch verstärkt hatte. Dieser hatte sich gerade selbst über den Zustand des Verwundeten erkundigt. »Sind Sie wohl auf, Exzellenz?«, fragte der Wirt. »Gesund und munter, mein lieber Herr Wirt. Deshalb frage ich Sie, wie es um unseren jungen Mann steht.« »Es geht ihm besser«, antwortete der Wirt. »Er ist jetzt endgültig in Ohnmacht gefallen.« »Was Sie nicht sagen«, staunte der Edelmann. »Ja, aber vorher hat er noch einmal seine letzten Kräfte zusammengenommen, um sie herbeizurufen und sie herauszufordern.«
Also wirklich, dieser Scherzbold scheint wohl der Teufel persönlich zu sein, rief der Unbekannte. Aber nein, Exzellenz, das ist kein Teufel, sprach der Wirt verächtlich. Bevor er in Ohnmacht gefallen ist, haben wir ihn durchsucht. Ein Hemd ist sein ganzes Gepäck und an seinem Beutel waren wohl nur 12 Ecu. Das hätte ihn aber nicht davon abgehalten, ihn noch kurz bevor er ohnmächtig wurde, damit zu drohen, dass sie diesen Vorfall auf der Stelle bereuen würden, wenn er sich in Paris zugetragen hätte. Da sich die ganze Geschichte nun aber einmal hier ereignet hat, würden sie später einmal dafür büßen müssen. Dann wird er wohl ein Prinz aus hohem Hause sein, der inkognito unterwegs ist, fuhr der Unbekannte ungerührt fort. Ich sage Ihnen das nur, mein Herr, damit Sie auf der Hut sind, fügte der Wirt hinzu. Hat er in seinem Zorn irgendwelchen Namen genannt? Ja, er klopfte an seine Wamstasche und rief, wir werden sehen, was Monsieur de Tréville von einer solchen Demütigung seines Schützlings halten wird. Monsieur de Tréville? Der Unbekannte schien mit einem Male beeindruckt. Er klopfte gegen seine Tasche und sprach von Monsieur de Tréville. Mein lieber Wirt, Sie werden doch wohl auch in dieser Tasche nachgesehen haben, nachdem Ihr junger Mann in Ohnmacht gefallen ist. Was haben Sie darin gefunden? Ein Brief an Monsieur de Tréville, den Hauptmann der Musketiere. Wahrhaftig? Es verhält sich in der Tat so, wie ich es Ihnen zu vermelden die Ehre habe, Exzellenz. Der Wirt war von Natur nicht gerade mit Klugheit und Scharfsinn bedacht worden, sodass er gar nicht bemerkte, welchen Eindruck seine Worte auf dem Gesicht des Unbekannten hinterließen. Dieser erhob sich nun ungeduldig von dem Fenstersims, auf dem er sich die ganze Zeit über mit dem Ellenbogen abgestützt hatte, während Sorgenfalten seine Stirn überzog. Zum Teufel, zischte er zwischen den Zähnen. Sollte mir etwa Tréville diesen Gascogner geschickt haben? Er ist noch sehr jung, aber ein Degenstoß ist und bleibt ein Degenstoß, gleich wie alt derjenige auch sein mag, der ihn austeilt. Und vor so einem Kind nimmt sich der Feind womöglich weniger in Acht als vor irgendeinem anderen. Manchmal genügt schon das kleinste Hindernis, um die größten Pläne zu durchkreuzen. Daraufhin verharrte der Unbekannte einige Minuten lang in tiefem Nachdenken. Sagen Sie einmal, Herr Wirt, können Sie mir diesen Verrückten nicht irgendwie vom Leib halten? Ich kann ihn einfach ruhigen Gewissens töten, fügte er kühl hinzu. Und doch kommt er mir sehr ungelegen. Wo ist er eigentlich? In der Kammer meiner Frau, wo man ihm seine Wunden verbindet, im ersten Stockwerk. Sind seine Sachen und seine Kleidung auch dort oben? Hat er noch seinen Wams an? Nein, das ist alles in der Küche geblieben. Aber wenn er Ihnen im Weg steht, dieser kleine Narr, sicherlich, er versucht hier in Ihrer Herberge ein Aufruhr, der anständigen Menschen unerträglich ist. Gehen Sie hinein, machen Sie meine Rechnung fertig und rufen Sie meinen Diener. Wie, Monsieur, Sie wollen uns schon verlassen? Das wissen Sie doch, warum hatte ich Ihnen sonst befohlen, mein Pferd zu satteln? Haben Sie meine Befehle etwa überhört? Aber mitnichten, Exzellenz. Und wie Sie haben sehen können, Exzellenz, steht Ihr Pferd unter dem Hauptportal fertig gesattelt zum Aufbruch bereit. Gut, dann tun Sie also, was ich Ihnen gesagt habe. Schau an, sprach der Wirt vor sich hin. Sollte er etwa Angst haben vor diesem kleinen Jungen? Doch ein gebieterischer Blick des Unbekannten genügte, um solcherlei Gedanken zu zerstreuen. Der Wirt verbeugte sich voller Ehrfurcht und verließ den Raum. Es wäre besser, wenn dieser Dummkopf My Lady nicht zu Gesicht bekäme, dachte der Fremde. Sie müsste gleich kommen, eigentlich müsste sie sogar schon hier sein. Ja, es wird wirklich besser sein, wenn ich ihr entgegenreite. Wenn ich bloß wüsste, was in diesem Brief an Tréville steht. Während der Unbekannte das alles vor sich hin murmelte, begab er sich in die Küche. Unterdessen war der Wirt, der nicht im geringsten daran zweifelte, dass allein die Anwesenheit des jungen Mannes den Unbekannten aus seinem Haus vertrieb, zu seiner Frau zurückgekehrt und hatte D'Artagnan wieder im Vollbesitz seiner 5 Sinne angetroffen. Diesem versuchte er beizubringen, dass er wahrscheinlich Ärger mit der Stadtwache bekommen würde, weil er Streit mit einem hohen Herrn gesucht hatte, denn für den Wirt war es ausgemacht, dass der Unbekannte ein hoher Herr sein musste, und so überredete er den jungen Mann schließlich, trotz seiner schwächlichen Verfassung aufzustehen und weiterzureiten. Halb benommen und den Kopf über und über mit Leinenbinden umwickelt, stand D'Artagnan auf und schickte sich an, angetrieben von dem Wirt, die Treppe hinunterzusteigen. Kaum war er in der Küche angelangt, da sah er draußen vor dem Fenster seinen Widersacher auf dem Trittbett einer schweren Karosse stehen, vor die zwei stämmige normannische Pferde gespannt waren. In aller Seelenruhe hielt er dort ein Pläutchen. Er sprach mit einer Dame von 20 bis 22 Jahren, deren Gesicht im Rahmen des Kutschenschlages sichtbar war. Wir wissen ja bereits, wie geschwind D'Artagnan den Ausdruck eines Gesichts zu erfassen imstande war, und so erkannte er mit einem Blick, dass diese Frau jung und hübsch war. Ihre Schönheit blendete ihn umso mehr, als er sie in den südlichen Gefilden, und nur solche hatte D'Artagnan in seinem bisherigen Leben kennengelernt, eine ganz und gar ungewöhnliche Erscheinung war.
Sie hatte einen milchweißen Teint und blondes Haar, das in Locken auf ihre Schultern hinabfiel. Sie hatte große, sehnsuchtsvolle blaue Augen, rosafarbene Lippen und schmale, alabasterfarbene Hände. Ihre Unterhaltung mit dem Unbekannten war sehr lebhaft. »Also befiehlt mir seine Eminenz«, sagte die Dame, »sogleich nach England zurückzukehren und ihn sofort zu benachrichtigen, falls der Herzog London verlassen sollte.« »Habe ich noch weitere Anweisungen?«, fragte die schöne Reisende. »Ja, Sie sind in dieser Schatulle verschlossen, die Sie erst auf der anderen Seite des Ärmelkanals öffnen werden.« »Sehr gut. Und Sie, was machen Sie?« »Ich reite nach Paris zurück.« »Ohne diesen frechen kleinen Burschen zu bestrafen?«, fragte die Dame. Der Unbekannte wollte antworten, doch gerade als er den Mund öffnen wollte, sprang D'Artagnan, der alles mit angehört hatte, mit einem mächtigen Satz durch die Tür aus dem Gasthof heraus. »Dieser freche kleine Bursche wird die anderen strafen«, rief er, »und ich hoffe sehr, dass derjenige, der er zu bestrafen hat, ihn diesmal nicht wieder entwischen wird, so wie vorhin.« »Ihm entwischen?«, wiederholte der Unbekannte und runzelte die Stirn. »Nein, vor den Augen einer Frau werden Sie nicht zu fliehen wagen, nehme ich an.« »So bedenken Sie doch«, rief Milady, als sie sah, dass der Edelmann seinen Degen zücken wollte, »bedenken Sie, dass unsere Zeit kostbar ist und schon der geringste Aufschub alles verderben kann.« »Sie haben recht«, rief der Edelmann, »brechen wir lieber auf, jeder in seine Richtung.« Ein letztes Mal nickte er der Dame zu, dann schwang er sich auf sein Pferd, während der Kutscher das Gespann mit kräftigen Peitschen ihm vorantrieb. In Windeseile waren beide in entgegengesetzte Richtung entschwunden. Thank you.